Willkommen zu Rocket League Folge 9. Wenn ihr jetzt denkt, Moment, Rocket League, das ist doch das, wo der eine immer kacke spielt und der andere total müde ist. Okay, er hat ein Tor gemacht, das heißt, er spielt nicht kacke. Meister! No. Meister! Und zwar bin ich heute nicht müde. Ich habe nämlich Mittagsschlaf gemacht. Ich habe mitgedacht. Kommen wir aber schon dazu zum Thema Mittagsschlaf, warum ich mich heute zweifach ungerecht behandelt fühle. Aktive Zuschauer werden wissen, weil dass ich mir eine Schlafmaske hat. Bestellt habe. Und der Skandal und der Skandal ist, dass die Schlafmaske nicht kam, obwohl ich heute garantiertes Lieferdatum hatte. Das heißt, ich musste im Hellen schlafen, ohne Schlafmaske. Das ist besser gelaufen, als ich dachte, ehrlich gesagt, die ganze Geschichte gerade. Ach ja. Ja, und warum ich mich noch ungerecht behandelt fühle, wir haben gestern etwas privat in Rocket League gespielt. Oh lol. Na los, Alter. Und ich muss immer, wenn ich aufnehme, fahre ich halt in sämtlichen Band vorbei. Ich weiß nicht warum. Wir haben etwas privat Rocket League gespielt und wir haben sehr wenig gespielt, weil ich 2 Stunden eine Speisekarte italienisch gebraucht habe. Und die Speisekarte einfach nicht angeguckt hat. Ich hatte die so und denke mir, ist nicht ihr Ernst? Nein! Darauf erstmal Bulmers. Glaub mir, das ist der beste Grund, der, um in die Uni zu... Der hat doch Sharingan an, ohne Witz. Du bist halt ein bisschen leise bei mir. Zwei Cheaten, ey. Ich mach dich gleich mal ein bisschen lauter, glaube ich. Ja, wie zwei Cheaten, aber. Die sehen genau, wo wir langfahren. Ja. ja gut, also ich sag mal so, wenn die wissen, wo ich langfahre, dann wissen sie mehr als ich. Das Ding ist, ich hab's kommen sehen, aber ich hab nicht gedacht, dass das durchzieht. Ach ja. Ja, auf jeden Fall fühle ich mich heute etwas ungerecht behandelt, hab aber dafür ausgeschlafen. Und ich habe schön meine zweite Vorlesung heute, oh lol. Meine zweite Vorlesung heute dafür benutzt, meine italienische Hausaufgaben zu machen. Ja, ich muss Italienisch in der Uni lernen und keiner weiß warum. und ja, jetzt habe ich bis Samstag zwar wieder 8 Uhr morgens Italienisch, was total geil ist. Ich war noch nie Samstag in der Uni. Ich bin eigentlich an die Uni gegangen, damit ich samstags frei habe. Hat jetzt nicht so funktioniert. Ich kann mich auch nicht daran erinnern, weil ich zuletzt mal irgendwie um 7 Uhr morgens oder Samstag aufgestanden bin. Wach, ja, wegen dem Arbeiten. Aber extra dafür aufgestanden? Kann ich echt nicht daran erinnern. Mitchell. Grüß dich, Mitchell. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Und mir fällt übrigens auf, ich muss mal neue YouTube kostenlose Musik runterladen aus der Audiobibliothek. Ich nehme irgendwie immer dieselben Tracks. Lol, als ob ich den geboostet habe. Wusste ich. Bist du mehr als ich? Boah. Ey, das ist schon wieder ein Lackfest, das ist der Hammer, ey. Guck mal, wie knapp das war. Oh lol, ich weiß, warum du so leise bist. Hm? Du läufst über Desktop-Audio. Lol. Oder gar nicht. Gar nicht, wär doof. Ey, du läufst, also, aber warum läufst du über Desktop-Audio? Ich hab dich doch auf Audio-Kabel A. Hä? Oh. Das macht ja gar keinen Sinn. Och man. Ja, das werde ich nach dem Spiel fixen. Also wenn der jetzt gerade ein bisschen leise ist, tut's mir leid. Aber, oh mein Gott. Ich bin ein kleines Mäuschen. Ja, er sagt so selten was Wichtiges. Das war gemein, ich weiß. Mir ist tatsächlich bei der Torhymne aufgefallen, dass die ein bisschen leiser ist. Ja! Ich nicht echt verarschen. Wieso? Das ist echt nachher fixen. Ich check nicht warum. Also. Nein! Du bist halt original. Du bist per Teamspeak-Einstellung auf dem. Lol. Oh lol.
das eskaliert eben ein bisschen quicker. Boah, Alter, wie gut wir in Rocket League wären, wenn ich nicht alle drei Spiele irgendeine technische Schwierigkeit hätte. Sorry, ich dachte echt, das Wort nicht. Wow, Mitte. Du kleine Glotze. Hab ihn weggerammt. Hab ihn geklärt. Hat nicht gereicht. Hab ihn wieder geklärt. Mann, was ist denn mit denen? Oh. Oh 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 oh. Rum nom 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 nom. Oh oh, komm. Oh Gott. Meine Damen und Herren, Sie haben gerade eine missglückte oder eine, ich nenne sie gerne, aus Versehen Angelusschraube. Also die aus Versehen Angelusschraube kommt daher zustande, dass man vielleicht dezent ein bisschen zu schnell den Doppelsprung. Wenn der reingeht, hätte ich mich erstochen. Ich hab ihn in die Mitte gehauen. Nein! Tor. So. Jetzt guck ich mal, was da los ist, ey. Gib er doch nicht. Hä, du bist hier sogar wieder Gabe auf A. Das macht keinen Sinn. Hä? Okay, ich mache jetzt mal ganz kurz hier die Aufnahme, wird etwas unterbrochen. Wir sehen uns nach dem Schnitt wieder. Ich will das jetzt nicht hier währenddessen. Hallo. Wir sind dick und doof und der andere. Ich bin der andere. Ich ist irgendwie gemein. Ich würde sagen, leicht untrainiert und dement. Ich habe jetzt ein bisschen meine Gefühle verletzt. Also muss ich schon sagen. Hallo, die andere Antwort, die war jetzt schon ausgelutscht. Ja, man muss dazu sagen, also wir haben die Soundprobleme gelöst nach 30 Restarts, haben dann neu aufgenommen und dann war Spotify noch an. Und man hat es leider gehört und naja. Ups. Eventuell hat Tobi mir nicht gesagt, dass Spotify noch bei OBS ausschalten muss. Aber ihr habt nichts verpasst, wir haben 4-1 gewonnen. Eventuell auch 4-1 verloren. Aber dafür gewinnen wir jetzt. Weißt du, wenn wir dazu übergehen würden, nur noch gute Spiele hochzuladen, dann würden wir ungefähr nichts hochladen. Oh doch, so. Ich glaube, das erste war direkt richtig gut. Wo du den Hattrick hattest und plötzlich so gut gelaunt warst. Ja. Das war echt stark. Jetzt spielen wir gegen solche glücklichen Hornkinder. Oh nein, das ist doch... Oh nein, ich hab's gerade gemerkt. Oh nee. Vor allem genau dieselbe wie vorhin wieder. Beim ersten Spiel. Oh nee. Aber hey, ja, Leute, das ist quasi ein Rematch. Ja. X jetzt mal. So richtig. Die Nuss. Okay. Also die X, die jetzt richtig hart, die alten Glotzen. Ja, in die Nuss. Mann! Ich dachte, du bist das Vordere. Ich hab ihn geschubst. What? Okay, das ist die Kakashi-Schraube, die ist ein bisschen cooler als die Angelus-Schraube, aber die kann ja jeder. Nein! Mein Fehler. Oh Mann, ey. Ich krieg das schon wieder an. Bisschen gefehlt. Mach dich trotzdem ein Stück Lauda. Weißt du, wie heißt die Mutter von Niki Lauda? Mach mich lauter. Mach mich lauter. Dass ich nicht losfahren musste.
Also Leute, wenn der jetzt halt anfängt zu schreien, kann es eventuell vorkommen, dass er... Dass ich übersteuere. Ja. Dass ich anfange zu driften. Sonst höre ich ihn nicht. Ich schalte jetzt einfach bei OBS nochmal leise, weil ich glaube, in der Aufnahme bist du okay, nur ich höre dich ein bisschen zu leise. Warum auch immer ich dich von einem Tag auf den anderen plötzlich leiser höre. Aber wer bin ich denn, Sachen zu hinterfragen, die Windows updatet? Oder warum meine Grafikkarte plötzlich 90% Auslastung hat bei einem Forest-Spiel? Ja, du kleiner Bastard, Alter. Ah. Anime-Team, ja, holt euch wahrscheinlich auch einen auf Hentais runter, ihr Tentakel-Wichser, ey. Wir sind wieder an diesem Punkt angekommen, Tobi. Machst du es nicht zu viel auf den Chat an? Ich war gerade gesagt, der nächste Punkt ist nicht... Ich sag da nichts mehr dazu, wirklich. So unverdient. Die lutschen doch auch Schwänze in der Hölle, Alter. Ja, deine Mutter ist vor mir am Ball. Wieso ist nicht auf allen Seiten das Nitro weg? Wie geht das denn? Ja, fick dich doch, du Fotze, Alter. Das ist so schön entspannt. So ein schönes Mittagsschläfchen gemacht, ja? Dann kommt die kleine Hure. Entschuldigung, ich dachte, du fährst auf der anderen Seite vorbei. Na, einfach die Kacke. Weißt du, was das Schlimmste ist? Ich hab den vorgelegt und der hat mich gekillt. Was für ein kleiner Nuttensohn, Alter, der Typ. Guck mal, ich bin im Anime-Team. Ich habe einen ganz kleinen Schwanz, Mama. Ey. Entschuldigung. Bin ein bisschen scheiße gerade. Ja, ja, oh Mann, das gibt es nicht. Ich weiß, wer den, als ob die kein Magnet irgendwie am Ball haben, ey. Und dann wieder Pfosten, ey. Oh ja, genau. Kleine Fotze, Kakashi. Entschuldigung, ich hab ihn gezielt. Nicht der Ball? Ja, hab ich auch gemerkt. Mann, was ist denn jetzt, Mann? Oh, Mann. Ja. Ich hab's das Gefühl, Benny muss bald wieder Kannibalen schlachten zur Abreagieren. Ohne Spaß. Ich bin schon wieder zwei Spiele davor, das Spiel zu deinstallieren. Mein Gott, Alter. Ja, dreh dich noch, du Fotzengesicht. Oh, wir haben eine Truhe. Wir machen ein Pack-Opening. Keine Truhe, ich mach kein Pack-Opening. Also, wenn das Spiel jetzt so funktioniert, dass es mich halten will, dann müsste es theoretisch mir jetzt was Gutes geben. Was gibt's denn hier? Den Twinzer. Sieht doch Ex. Ist das nicht der Octane? Octane in Offroad quasi. Ja, herzlichen Glückwunsch, haben sich ja richtig Mühe gegeben. Okay, ich will die Fruchtexplosion, aber auch weiß ich das anhalt, als hätte man gejisst. Okay, die Reifen sind auch okay. Die Ranke ist auch okay, der Zauberfenster auch. Ist eigentlich alles okay, aber wir wissen alle, dass wir wahrscheinlich den Aufkleber für den Sendio bekommen. Ich hab's gecallt, Aufkleber Sendio. Oh, der Aufkleber ist schon vorbei. Es ist jetzt kein Witz. Das Ding hat fast den Aufkleber Centio erwischt, aber ich habe den Zauberkünstler bekommen. Da geht Schwur. Also, ich hatte fast richtig gefreut. In dem Sinne, zum nächsten Mal. Tschüss.